Und schaut mal, was ein prophetisches Wort ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ein prophetisches Wort bekommen habt. Ich habe viele prophetische Worte, die bei mir in einem Buch aufgeschrieben sind. Warum? Ich soll mich erinnern. Genauso wie Timotheus. Wir sollen uns erinnern. Schaut mal. Aber ein prophetisches Wort ist nicht dafür da, um unsere Seele zu massieren, sondern um unsere Füße und unsere Hände zu mobilisieren. Okay, das ist ein prophetisches Wort. Ein prophetisches Wort ist nicht dafür da, um unsere Seele zu massieren, sondern ein prophetisches Wort ist dafür da, um unsere Füße und Hände zu mobilisieren. So, ich kenne viele Leute, übertrieben gesagt, also eigentlich 80% der Christen. Naja, anyways, die oft zu Männern und Frauen Gottes gehen und nach dem Wort fragen für sie. Das Ding ist, sie wollen ein Wort, aber fragen am falschen Ort. Ich hab eine Antwort für sie, habe ich schon vor längerem mal gehört. Ganz einfach, brauchst du ein Wort von Gott? Lies die Bibel. Da steht ganz, ganz viel drin. Und alles, das ist Gottes Stimme auf Papier. Ja, aber ich will Gottes Stimme laut hören, so wie manche andere. Sag ich auch, kein Problem. Lies einfach die Bibel laut vor, dann hörst du Gottes Stimme ganz laut. Das ist ganz einfach. Diese Leute wollen Wort von Gott und das ist gut, aber sie suchen am falschen Ort. Der Ort ist nicht der Mann oder die Frau Gottes, sondern das Wort Gottes. Das ist immer der Ort, wo wir suchen sollen. Und schaut mal, was Paulus zu Timotheus sagt. Sagt er, erinnere dich an das prophetische Wort. Und dann sagt er, das prophetische Wort ist nicht dafür da, um deine Seele zu massieren, sondern um deine Füße und deine Hände zu mobilisieren. Was heißt er? Er sagt, weil sie werden dir helfen, den guten Kampf zu führen. Wer kämpft? Nicht das prophetische Wort. Timotheus. Wer hilft? Das prophetische Wort. Wenn du nicht bereit bist oder wenn jemand nicht bereit ist, den Weg zu gehen, seine Füße und seine Hände zu mobilisieren, dann braucht er auch kein prophetisches Wort. Klingt hart, gell? Aber wie gesagt, ein prophetisches Wort ist nicht dafür da, um unsere Seele zu massieren, sondern um unsere Füße und Hände zu mobilisieren. Deswegen, wenn du ein prophetisches Wort willst, wirklich, und brauchst und will, zur Ermutigung, zum Aufbau und zur Ermahnung, sagt Paulus in 1. Korinther 14, ja, hab ein offenes Herz, aber bereite, gibt es, ne, bereit, ja, oder Füße und Hände, die bereit sind, zu gehen und mobilisiert zu werden. Das ist, was ganz, ganz wichtig ist. Erste, prophetisches Leben, ein Leben im Prophetischen, einen übernatürlichen Lebensstil zu führen, ist, sich zu fokussieren. Auf was? Auf die prophetischen Worte, auf was? Auf die Vision, auf das, was wichtig ist. Okay, so. Ich weiß nicht, wo ihr so steht, ob ihr mehr, sagen wir mal, ich kann ja offen mit euch reden, hören ja nur ein paar tausend Leute zu. Ob ihr eher so die Tendenz habt, in der Verschwörungstheorie zu sein oder eher die Tendenz habt, so alles als Humbug abzuwickeln. Also, ist egal, es gibt kein richtig und falsch hier, okay? Doch, ja, doch, sagen gleich alle. Und gehen alle raus, weiß der Pastor. Passt auf. Ich habe vor längerem von Leuten gehört und haben zu mir gesagt, Herr, hast du gehört? Die Erde ist nicht rund, sie ist flach. Ihr seid alle still, ihr glaubt es auch. Karre, okay. Katastrophe, okay. Und die wollten mich dann überzeugen mit irgendwelchen Sachen. Sag ich, hey, du bist bei der falschen Person gelandet. Warum bist du bei der falschen? Ich bin kein Physiker, ich bin kein Biologe, ich bin kein Astronom und was weiß ich was, alles, was dafür notwendig ist. Und ob die Erde rund oder flach ist, ist mir total egal. Ja, wie kann dir das egal sein, wenn du angelogen bist? Sag ich, weil das ist mir egal, weil die Bibel, ob sie rund oder flach ist, ich habe einen Auftrag, ich soll die Welt für Jesus gewinnen. Und ob sie rund, dreieckig, groß, rund, flach und wie, was weiß ich, was auch ist, ist mir egal. Das ist mir total egal, sondern ich habe einen Auftrag und es ist die Welt, ob sie flach ist, ob sie rund ist, ob sie dreieckig ist, viereckig ist, ob sie, weißt du, die meisten sagen, die gibt es gar nicht. Weißt du, ich meine, aber wir haben alle die rote Pille genommen von Matrix. Nein. Anyways. Und das ist so, wo wir dann hängen bleiben und der Teufel möchte, dass wir in irgendetwas hängen bleiben, was sowas von unwichtig ist und dann sozusagen das Wichtige aus den Augen verlieren.
Aber das Erste und das Wichtigste, um ein prophetisches Leben zu führen, um ein Leben im Prophetischen zu leben, um ein übernatürliches Leben zu führen, ist, sich zu fokussieren. Was ist das Wichtige? Was ist das Entscheidende im Leben? Was ist das, zu was du berufen bist?